Ja, hallo, ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Client Coaching und Consulting Services hier aus München und ja, heute mal oder für dieses Video mal ein etwas ernsteres, traurigeres Thema vielleicht, und das ist ja, der Mindestlohn soll eingeführt werden für die 7000 Callcenter, die da in Deutschland mit ihren ungefähr 500.000 Mitarbeitern teilweise weniger zahlen als wie 8,50 Euro Mindestlohn. Und da hat ja vor kurzem wäre die sozusagen angekündigt, dass hier jetzt Tarifverträge Pflicht sein sollen. Ja? Und es gibt eigentlich da nur zwei Möglichkeiten, die so eine Entscheidung mit sich führen würde. Die eine Möglichkeit wäre, dass die Callcenter-Betreiber einfach Massenentlassungen durchführen, einfach da sich das Budget, zur Verfügung stehende Budget nicht ändert oder vermehrt, dadurch, dass sie jetzt ihren Leuten mehr zahlen müssen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass sie einfach ins Ausland gehen oder in Regionen, wo es einfach günstiger ist, die Löhne für derartige Callcenter-Tätigkeiten. Und wir reden hier hauptsächlich über B2C, Inbound, Customer Care, Support und so weiter. Und da kostet nun mal durchschnittlich eine Stunde in Indien, glaube ich, um die 2 bis 4 Euro. Ich will mich jetzt aber nicht festlegen, ja? Weil es hat sich in den letzten Jahren auch stark geändert. Also stark ist auch stetig steigend dort, da insgesamt der Lebensstandard dort auch etwas angezogen ist, aber natürlich immer noch weit unter der Hälfte wie hier der Mindestlohn von 8,50 €, mit dem ja diese teilweise konkurrieren müssen, ja, auch wenn sie teilweise grottenschlecht sind da drüben vom Service her. Gut, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, dass die Callcenter-Betreiber einfach sagen, ja, wir schmälern unsere Margen, ja, nur die wird wahrscheinlich nicht stattfinden, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und hier möchte ich einfach in diesem Video, beziehungsweise mit diesem Blogbeitrag, den ich hier euch verlinke, nochmal auf YouTube verlinke, beziehungsweise wenn ihr den Video im Blogbeitrag seht, diese vierte Möglichkeit, ja, und das wäre meiner Meinung nach die Top-Möglichkeit für wenigstens einen partiziellen Anteil der betroffenen Callcenter-Agents, die ja, also die Studie von Verdi hat zum Beispiel gezeigt, dass 50% aller Befragten sozusagen noch einen zweiten Job brauchen, ja, und um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. 20% von denen angeblich würden sogar Hartz IV beantragen müssen, was ja eigentlich kaum vorstellbar ist, wenn ich Vollzeit in einem Callcenter arbeite. Vielleicht sind es, ich weiß es nicht, wie das genau zustande kommt. Aber ernst und traurig ist es auf alle Fälle, denn es betrifft ja immerhin 500.000 Menschen laut dieser Studie. Und es ist ja keine Pillepalle, ja. Das ist ja kein Pipifax. Und also meine Möglichkeit, die ich hier noch anfügen möchte, wäre ein Upgrade, ja. Also zumindest einige dieser Agents sich mal Gedanken machen, wie kann ich mich denn fortbilden? Ja, also Fortbildung, ja, wäre sozusagen die vierte Möglichkeit, und hier ganz konkret vom B2C-Agent zum B2B-Agent. Und da gibt es natürlich, das ist natürlich wieder ein anderer Ansatz, also das ist eine andere Art von Tätigkeit, aber natürlich machbar und möglich, wenn die nötige Motivation da ist, und die sollte gegeben sein, wenn es zum Leben nicht mal reicht, also geldmäßig, ja. Der Wille zur Weiterbildung, sich weiterzuentwickeln, das heißt einfach ein gewisses Maß an Offenheit, das richtige Mindset sozusagen, ja. Einfach auch mal einen Sprung ins kalte Wasser zu wagen, aber hier gibt es auch eine ganze Reihe von professionellen Online-Schulungen und Trainings, die gar nicht mal so teuer sind. Die werden wahrscheinlich auch vom, wenn man da mich ein bisschen nachfragt, vom Arbeitsamt genehmigt oder zumindest teilweise. Und die sind auf jeden Fall wesentlich günstiger wie diese sogenannten Fortbildungsmaßnahmen, die da teilweise vom Arbeitsamt vorgeschlagen werden.
Also man kriegt aber teilweise Schulungsmodule online unter 100 Euro, ja, fängt es an und geht dann 200, 300 Euro vielleicht. Ja. Das kann man deswegen so billig anbieten, weil es ja digital ist. Ja. Das heißt, die Masse macht die Marge. Von daher ist es eine Win-Win-Situation. Ich verlinke auch gerne da einige wirklich gute Anbieter und ja, das wäre eine Möglichkeit. Und ja, hier nochmal ganz kurz die monetären Aussichten, was da so möglich ist. Also wenn die jetzt reden von Mindestlohn, den sie einführen wollen, von 8,50 Euro, wäre die, dann ist ja das schon mal die Voraussetzung, dass viele dieser 500.000 Callcenter Agents weniger wie 8,50 Euro brutto verdienen. Und ich kann euch eines versprechen, dass du im B2B auf jeden Fall schon mal als Basisstundenlohn 50% mehr verdienen kannst und wirst, ja, mit einem seriösen Callcenter. Und da gibt es einfach, also die meisten sind, fast alle sind auch seriös, ja. Also das ist nochmal ein ganz anderer Bereich überhaupt grundsätzlich, ja. Und das ist einfach eine höhere Ebene, ja. Und natürlich musst du hier einiges dazulernen, aber wie gesagt, das ist alles möglich. Innerhalb von 3 bis 6 Monaten, glaube ich, je nachdem, wie sehr du dich anstrengst. Ja. Und zusätzlich, du kannst da locker so 10 bis 13 Euro brutto verdienen. Ja. Also das ist weit über dem Mindestlohn von 8,50 Euro. Ja. Und dann nochmal zusätzlich on top eine Provisionierung. Und diese Provisionierung, die kann nochmal, ja, bis zu 15, 16 Euro hochgehen auf die Stunde umgerechnet. Das heißt, du kannst locker mal das Doppelte von diesem Mindestlohn, den der Verdi fordern möchte, ja, also wer weiß, wie das dann zustande kommt, verdienen. Ja. Und kannst diesem ganzen Tohuwabohu entsagen und dich einfach sozusagen einen Riesensprung nach vorne machen. Ja. Und das wäre meine Empfehlung heute für jeden von diesen 500.000, der es wirklich ernst meint, seine finanzielle Situation zu verbessern. Ja, also ich das gelesen habe mit diesem unter Mindestlohn, war ich echt schockiert. Ja, und ich hoffe, ich konnte hier einen kleinen Gedankenanstoß geben und eine kleine Hilfe. Und wie gesagt, ich verlinke euch nochmal hier entsprechend die Kurse, die wirklich empfehlenswert sind. Ich habe sie selber alle getestet. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne viel Erfolg und ja, haut rein. Ja? Okay, bis dann. Euer Thomas Klein und tschüss.